Was genau bekommst du eine neue Folge? Soul Silver Heart, Randomizer, Meth, Gegner sind. Ich liebe diesen Switch und ich streame. Gegner sind 1000% höher. Niki ist tot. Guter Anfang. letztes Stream habe ich den fetten Typen aus der Arena geworfen. Ihn in den Abgrund geschmissen. Ja, heute geht's nach Univiana City, weil da ist irgendein Pokémon tot und ja. Digga, meine Ambots sind einfach so Legende, Alter. Aber bevor ich dahin gehe, gucke ich erstmal. Okay, erstmal einkaufen. Weil Geld be like. Ein paar Bälle und so. Eigentlich habe ich 10. Aber ich bräuchte echt mal wieder Vital-Raut. Weil es ist mir ja im Arena-Kampf flöten gegangen. Aus Gründen. Mal gucken, was der Typ überhaupt verkauft. Wow. Luftbriefe. Ich frage mich echt, wieso. Wer kommuniziert so? So damals, 2000, mein Lieblingsjahr, musst du einfach so mit 3 Wörtern so einen Brief einfach traden mit Pokémon. So was? Das Cashback ist ein Irrgarten. I mean, ja, lol. Digga, gleich ist der Moment. Wait, das sieht sass aus. Mal gucken. Die ist einfach so eine Delle, so. Wieso? Keine Ahnung. Mann. Wieso war das damals so gut? Das war SDP. Oh, das tut mir jetzt wirklich leid. Hab dich glatt übersehen. Wie war das? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Aber diese Stelle, die war so gut. Ich liebe sie. Oh mein Gott, sein Fahrrad ist zerstört, lol. Leider habe ich kein Fahrrad dabei. Oh mein Gott, der Typ rempelt mich an und schenkt mir es einfach liegen. Mal Among Us LP, nein. Ach scheiße, gib mir Fliege, gib mir Stärke. Let's go. Ja, dann dankeschön, dass du mein Fahrrad in der Tasche kaputt gemacht hast. Genau das ist auch passiert. Dunkelklaue. Gute Attacke. Pack ich ein. Moin Niki. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte. So. Achso, hier ist sie. Mal gucken, kam Pokémon das? Was war mein Team nochmal? Achso, ja. Stinkhuan. Aber Stinkhuan ist Level 16. Ich weiß gar nicht, ob ich den beiden will. Hauptsächlich, weil ich faul bin zu leveln. Und es ist mir scheißegal, dass ich hier noch gar nicht hin soll. Ich mach das trotzdem. Da unten ist übrigens ein Ficker. Kann man den so sehen? Ne, ich glaube, er ist noch gar nicht da, weil ich zu früh da bin. Ich kann ihn einfach aufmachen. Ich habe ja Dings dabei. Moglerin. Eigentlich kann man hier das Fukun encountern. Also, sehen. Dann haut der Typ ab. Irgendwie finde ich die Idee aber ganz cool. So, es ist ja wie eine Side-Story eigentlich. Und dann, wenn man dann später in Kanto ist, kann man ja so gut fangen. Das ist eigentlich cool. Sowas halt Übergreifendes. So, den Berg mache ich beim nächsten Mal, wenn wir hier sind. Ich werde so viel backtracken müssen. Das wird krank. Wait, das ist sus. Sehr sus. Ich habe mich nicht mal einen Teil bewegt und sofort ein Counter, Alter. Dein Ernst. Aber es ist eigentlich mal gut zu gucken, was Pokémon hier sind. Ein Vonaira. 27. Mein Lieblingswasser-Pokémon, bin ich ehrlich.
Nicky macht fette Blätter, die schärfer sind als Jeffs Messer der Welt. Natürlich ist Nicky verwirrt. Nicky haut sich selbst ins Maul. Och, Digga, ich flieh einfach. Nicky ist verwirrt und angezogen von den Ei-Dingen. Das macht nicht genug Damage. Das ist viel leichter so. Gut, was haben wir hier? Ein Top-Trank. Ist sogar echt useful. So, hier oben war ein Teil. Und jetzt ist das Ding Level 13. Ach ja, es ist Ersatz für Cavador. Das macht irgendwie jetzt Sinn. Da komme ich nicht hin, cool. Wow, der Kesselberg war ja richtig spannend. So viel dazu. Ja, okay, passt einfach. Hier, Typ, du bist vermöbelt. Jetzt demonstriere ich dir meine Kraft. Zeig mir, was du hast, Alter. Der hat sogar wirklich Kraft, Alter. Ich habe jetzt mehr Angst. Der hat 6 Pokémon, was? Nee, 2. Ich habe 6 Pokémon. Ich bin intelligent heute. Psystrahl, Niki wird von Mikrowellen gebraten. Niki ist tot. Okay. Kehrtwende. Er kann aber nicht abhauen. Panty muss sterben. Deswegen hole ich Leines, Alter. Aber ich greife lieber Taubos an, Alter. Oh mein Gott, er macht... er verstärkt seinen Fokus, Alter. Der Typ hat Kraftreserve. Das ist sehr effektiv, es macht aber nichts, zum Glück. Interessantes Moveset, muss ich sagen. Leiden das mal wieder. Am Rasieren. Jetzt macht Sägesang sogar mehr als ein paar KP. Digga, Panty, was für Power Punch machen, Digga. Wo haben die diese Attacken her? Schutztausch. Durch alle Veränderungen mit seiner Verteidigung und Spezialverteidigung. Das nimmt's hier. Das ist so richtig weird. I mean, das kann useful sein, wenn sich der Gegner irgendwie plus 6 aufsetzt und du grabst einfach seine ganze Defense, Alter. Wenigstens kann man hier, glaube ich, gut leveln. Wir sind auch bald an dem Punkt, wo jeder Trainer Max-Pokémon hat. Also der vorentwickelte. Ja, wenn ich die Items finde. Nee, sorry. Das kann ganz cool sein. Da kann auch ein paar wichtige Items dabei sein, aber ich will nicht zugespammt werden. Hallo, Dukek. Hey, das ist mein Geheimversteck, verschwinde. Was für Geheimversteck, Alter? Du sitzt vor in der Höhle, da sind mehr Leute drin als in deinem ganzen Dorf, Alter. Ach, kacke, Niki ist ja tot. Wait, auf welcher Route bist du da? Ich weiß es nicht. Ich verstehe aber noch nicht, wieso Dings-Pokémon paralysiert werden können. Elektro-Pokémon. Kadabra ist aber tot. Das appreciate ich sehr. Ja, von Dixie bin ich jetzt rechts. Obwohl man eigentlich nach links soll. Ich weiß, dass man nach links soll. Das wurde eigentlich gesagt. Ich hab einen Guide angeguckt. Ich bin vorbereitet manchmal für diese Streams. Leines bekommt aus Maul. Aber juckt mich das? Nein. Keine Sekunde. Komm, Raphael, Alter. D-
Digga, RPG gerade, Alter, der kommt, Junge, der kommt. Ich freue mich, wenn er entwickelt ist. Hutspeak, Alter. Boah. Lebensschuss. Ah, nee, fuck, ich hab noch Surfer, ich bin stupid. Egal, er ist tot. Nice, nice. Wow, was ist... Ach nee, der Typ ist kacke. Was? Da guck mich an. Oh, wait. Dieser Keck, Alter. Was ist das, Wanderer Wolfgang? Aber sein Team, Alter, das ist ja massiv. Das ist ja, hier. Das benutzen die Top-Player. Hibiskus ganz, ganz gefährlich. Aber wirklich jetzt Diluan auch. Das Ding echt nur down dank der Burn. Ohne Burn wäre das unmöglich. Lebensschelle mal wieder. Yeah, Linus trifft. Geht das? Nice. Let's go. Linus healt sich einfach mehr als er so eine Damage bekommen hat. Digga, jedes Pokémon im Kampf eben gerade einfach andere Status-Effekt. Paragift, Feuer, Alter. Feuer, Junge. Oh, und Simon. Oh mein Gott. Der Gott. Der fucking... Falsch. Der fucking Gott. Wird angegriffen von RPG. Dusch. Oh, der Gott ist tot. Was hat RPG genommen? Wieso knallt er so hart? Digga, mal gucken, ob Linus durch Para und Genauigkeitsfluss durchkommt. Oh, sad. Ich sollte eigentlich wechseln, das Wasser-Pokémon, aber juckt mich eigentlich nicht. Hier, der schreckt zurück. Fuck. Er schreckt nächste Runde zurück oder ist jetzt tot? Das sind die zwei Optionen. Kacke. Oh man. Ich wollte mal nachgucken, wie viel Chance es hat, dass er zurückschalten kann. Aber egal, er ist tot. He did. Dass mein Team überhaupt noch stehen kann, ist ein Wunder. Zielschuss. Was ist das für eine Attacke? Normal macht gar nicht. Wir sind die Gegner an und trifft in der nächsten Runde garantiert. Hear me out. Zielschuss und irgend sowas wie hier, wie heißt das? Irgendeine K.O.-Attacke, so sag ich einfach. Hornbohrer, keine Ahnung. Du, der, die wollen nicht mehr. Du brauchst irgendein schnelles Pokémon. Und da packst du Fokusgurt drauf, Zielschuss und dann irgendeine K.O.-Attacke. Ich weiß nicht, ob ein Pokémon alle diese Voraussetzungen erfüllt, aber es wäre funny. Ich würde glatt so kämpfen, Alter. Oh, hi, was bist du denn hier? Schön, so RPG, so ist vergiftet. Oh, was machst du denn hier, Alter? Und ich laufe trotzdem weiter. Wie viel Geld werde ich das Ding mit dem Pokéball fange? Los. Fick dich. Och nein, er hat mich jetzt gefangen. Aber du wirst sterben. Ich kann jetzt deswegen nicht fliehen.
Guillotine, Eiskälte, Gefäß und Hornbohrer. Ah. Hier, Kaufnuss. Mein Gott, Alter. Apichi muss leider sterben, sonst komme ich hier nicht raus aus dem Kampf. Feuerwirbel geht daneben, lol. Ich will hier gar nicht sein, Alter. Lass mich raus, lass mich raus. Los, Raphael. Surf seine Mutter in den Boden. Das Ding ist schneller. Okay, Almir Raphael ist einfach scheiße langsam. Bitte Effekt. Schlammbombe. Nice, nice. Wie waren das? 65, 85. Amin ist immer noch besser als das. Beides sind die virtuelle Genauigkeit, bloß halt ungenauer. Mal gucken. Gut, jetzt schnell in die City rein. Rank. The City, siebte Arena ist hier. Hat sie eigentlich gar nicht genug herzukommen. Aber I don't care, Alter. So. Meine Entscheidungen manchmal sind so richtig random. Alter, lass einfach zum See gehen. So was? Kann man da überhaupt hin? Hat das jemand mal probiert? Kann ich nicht von denen irgendwelche Kekse kaufen? Yes, yes. Foodkeks, cool, gib mir. Dankeschön. Weißt du, war hier mal jemand aus Kanto, der mir einen Foodkeks abkaufen wollte? Leider hatte ich damals aber keine mehr auf Lager. Bad. Irgendein Typ. Die kann ich nicht lagen, weil du einen Foodkeks abkaufst, das kann ich dich hier nicht automatisch durchlassen. Das macht so keinen Sinn. Oh, er sagt mir literally gerade, dass ich nach Olympia City gehen soll und das Ding heilen soll. I don't care. Hi. Hi. Hast du das? Ist irgendeine Kacke cool. Dass man hier überhaupt hin kann. Wieso? Welches Service ist jetzt überhaupt? Camper Moritz. Das ist sogar noch gut. Alter, der heutige Stream, der ist anders wild. Übernahme. Oh mein Gott, warte auf gegnerische Attacke. Liebreiz. Stell dir vor, da kommt so ein Dude an, Alter, so Electek-Junge. Und der kuschelt sich einfach an dir. So was? Wird alles zerfetzt, Alter, alles bekommt aufs Maul. Und dann schießt der Sterne auf dich. So, okay. Balzer auf APG. Bad. Wow. Kann er sie bald killen? Boah. Und Riolo hat der Typ auch. Interessant. Wir machen einfach immer weiter. Mit den gleichen Attacken. Aber wie das funktioniert. Aber RPG ist heute richtig nice. Ich weiß nicht wieso. Der packt richtig aus. Bitte, Niki, triff beide. Electric is down. Ja. Nice.
HXP. Wait, ich muss mir auch irgendwann mal den XP-Teiler holen. Ich weiß aber nicht, wie das war. Oh mein Gott, Team Koks. Stehen geblieben. Wenn du durchfällst, musst du einen Weg zu 1000 Pokédollar bezahlen. Du bist ein guter Kunde? Er hat doch gar nicht bezahlt. Hab mich gar nicht gefragt. Geld habe ich nicht verloren. Hä? So was? Und ich muss sagen, Schluckbuck ist schon nice. Nice Pokémon. Niki, so was? Oh, Niki dreht irgendwas mit sich herum. Willst du es eigentlich nehmen? Ja, gib her. Oh, yappy. Eine Orangeblume, let's go. Ab in den Modekoffer mit denen. Dreck von der Straße. Ami, das ist es doch eigentlich, oder? Spoilgo und Georock. Die Elite ist besser, Level 26. Die kommen jetzt. Nicht Glut, sondern Flammenrad. Dutsch. Oh mein Gott. RPG stirbt an Radiowellen. Genau das ist die Welle. Und was du streitest. Mein Brain ist nicht vorhanden heute. Deswegen gehe ich auch jetzt zum See des Zorns. So. Weiter als das kann man ja eigentlich gar nicht weggehen. Aber ich könnte zum Anfang des Spiels laufen, ja. Aber Alter. Don von Level 31, junge Heiliger. Level Mord. Ich pack aus Raphael. Wenn einer Mord kann, dann ist es Raphael. Diese Aussage ist eigentlich so richtig random. Nächste World, komm bitte. Mann, Niki. Wieso Niki, Alter? Hier, trink Limo. So 500 Milliliter gleich in die Fresse. Aber mit Dose halt. Muss doch genug Aluminium zu ziehen. Ich glaube nicht, dass man das tun sollte. Oh, zum Frühstück erstmal so eine schöne Dose Alu, Alter. Infinite Crunch. Von das freut sich. Digga, der Typ macht eine 20er Attacke und die macht einfach mit genauso viel Damage wie alles. Pumpt. Raphael wässert Niki gleich noch mit. Wie nett von ihnen. Ah, Raphael kann halt nicht ganz so gut gießen. Kommt also für Tsunami an. Der gibt mir 4000 Euro. Kann das nicht Real Life sein? Verprügelst du irgend so ein Steinelefant, Alter, und dann gibt der Typ dir 4000 Euro. So was? Kann er hier surfen, Alter. Oh, wait. Ich merke jetzt, dass es fucked ist. Niki, wieso sagst du mir das nicht, Mann? Mein neuer Monitor zerfetzt alles. Du bist auch ein Heck, Mann. Oder lurkst du gerade rum wie... Alter. Ich hab's nicht bemerkt. Es ist zwar nicht gut, aber es funktioniert. Digga, ich stream so eine halbe Stunde und wir beide merken das einfach nicht. Ich hab da so hingekommen und gedacht, irgendwas ist falsch. Aber ich kann es auch nicht sagen.
Kopfnuss auf Hunduster. Qualität. Yeah, yeah. Oh, fuck. Niki wurde gekrittet. Deswegen habe ich nicht Pokémon gestreamt. Ich, weil ich das Layout nicht angepasst habe, gefällt mir es einfach so, ich letzte Zeit nicht so viel gestreamt habe. Alter, das ist, ich bin so eine Legende, Alter. RPG, ja, kommt. Nee, RPG bleibt nicht drin. Stinkhuren kann rein. Dusch. Das Ding ist down. Ups. Fassade? Auf Stinkhuren? Wow, so viel Damage. Stinkhuren macht... er hat keine Attacken, nicht ich. Mann, Stinkhuren, du bist fett. Ich könnte jetzt sowas wie Surfer beibringen einfach. Er kann er wenigstens angreifen. Wieso macht der Ladestrahl auf einen Stahl... Elektro-Pokémon? Why? Wieso? You on Meth? Oh, vergiftet. Jetzt macht das auf Stinkhuren. Das macht auch gleich viel mehr Damage. Gift einfach. Gut, der Typ ist down. Ja, Stinkhuan ist... Zack. Magst du Pipi aus? Niedlich, oder? Lass Freunde werden, dann können wir über Pipi reden. Das hört sich falsch an, Alter. Ich mach bei diesem King Club nicht mit, Alter. Nee, wait, das war doch richtig. Ich muss das ja so machen. RPG bekommt Limo. Raphael bekommt Limo und Niki hat kurz Pause. Das ist Zwangsurlaub. Aus Gründen. Das Wasser ist tiefblau. Es ist hellblau. Wieso ist hier so ein Baum, Alter? Das ist so richtig random. Also, die Dinger sind jetzt nicht so wertvoll. Bin ich ehrlich. Eine Aprikokus ist made in Schweiz. Auf Föderatio Helvetica. Encounter. What you doing here, Alter? Ey, jetzt will ich das Wasser-Pokémon. Der macht mir Angst. Ach, Digga, du bist ruhiger. Blüh doch einfach scheiße Eis dran. Geh. Nein! Wir sterben. Dankeschön. Also ist Heilen ja richtig gelohnt. Erstmal kämpfen gegen diesen Angler, Alter. Anselm, Wunaira und Relaxo, Alter. Wunaira ist Level 13, Relaxo ist Level 26. Heiliger. Okay, Surfer sollte ich nicht machen, sonst ist RPG tot. Ich würde eigentlich beides auf Dings machen, aber egal. Wunaira will Relaxo helfen. Wo ist das? Okay, das macht ja gar nichts. Wow. Lebensschelle. Wieso? Lass RPG in Ruhe. Wunaira wird geknackst, doch nicht. Wunaira hat höhere Prio als Ruckzuckieb. Ach, RPG trifft gar nicht Ruckzuckieb. Wie kriegt er es nicht hin, Ruckzuckieb zu treffen? Durch Verarschen?
Ich hatte Aquarelle. Er kann Aquarelle, ich weiß das. Aber wieso hat er die Attacke? Ja, mach Kopfnuss, Raphael. So, wait. Ruckzucki hat 100 Genauigkeit. APGs Fähigkeit ändert auch nichts. Wieso trifft Ruckzucki nicht? Ich verstehe das manchmal nicht. Wenigstens ist das Ding jetzt tot. Oh fuck. Legit, die S-Hardware. Mein DS ist übertaktet. Ich habe sehr viel gemacht. Ich habe Wasserkühlung installiert. Weil muss ein DS haben. Mein DS hat ein eigenes Atomkraftwerk. Das Ding zieht 2000 Watt aus der Steckdose. Der Kampf, Alter, geh weg, du. Was hat er noch? Ein Sonnenkern. Okay, ich mach hier mal Speed, Alter. Langsam, aber sicher stürmt APG und Relaxo. Geh. Yeah, ist down. Der Kampf war painful. Habe ich ihn nicht gekämpft? Nein. Scheiße, mein Team ist tot. Egal. Das musst du dir anhören. Du siehst zu skip every... What the fuck hat der für ein Team, Junge? Okay, Surfer. Und du gehst auf Stinkhuan. Der ist tot. Schlafrede ist fehlgeschlagen. Du schläfst nicht. Hören auf Raphael. Komm bitte, gib ihn, Alter. Solide? Solidär? Oh mein Gott, du Legende, Alter. Ich... Ah, der fette Wichser ist tot, Alter. Let's go. Fermo muss weg. Wieso macht die Buna Schlafrede? Wieso hat der Hyperstrahl? Wieso sieht Hyperstrahl so geil aus? Hä? Wieso sieht das so geil aus? Ich wusste gar nicht, dass es so cool aussieht in dieser Gen. Mal jetzt will ich auch einen Überstrahl haben. Raphael kann keine Items einsetzen, er macht aber fette Bombe, Alter. Oh, Kacke, Alter. Gut, der Typ ist auch down. Der 31 Moglerin. Boom B. Team ist gut. Läuft gut. Cool, wir sind am See des Zorns. Ist das Ding da? Oh, das Gyarados ist da. Ich fang das jetzt einfach. I don't care. Ist da wirklich mitten im See ein rotes Gyarados aufgetaucht? Oder spielen mir meine Augen einen Streich? Ich dachte eigentlich, Gyarados sei normalerweise blau. Ey, yo. Pokémon haben auch andere Gene so. Das Gyarados ist wütend, das ist ein böses Omen. Erstmal Angel holen. Einst ließ ein Erboss des Gyarados hier sein Wut fallen, davon hinterließ dabei einen Krater. Als sich der Krater nun immer weiter mit Regenwasser füllte, entstand daraus der See des Zorns. Diese Geschichte erzählte man schon den Urgroßvater meines Großvaters. Halt dein Maul, Alter. Wenn man auf der Suche nach Kapodor war, konnte man hier früher richtig
richtige Partyspaar an die Leine bekommen. Wo sind die bloß alle hin? Oh, hier mein BF ruft an. Ah ja, hier ist Karin. Wenn Mabel sich ärgert, dann zieht sie Wasser zurück. Dadurch ist es in unsere Badewanne gesprungen und das ganze Badezimmer unter Wasser gesetzt. Lass es demnächst mal wieder über Pokémon sprechen. Der Ruf. Was? Digga, das ist so ein Hack, Alter. Digga, der ruft mich an, sagt so, macht so Lebensgeschichte am Telefon, so 50 Minuten Gespräch, Alter. So, er redet die ganze Zeit, so, okay. Und dann legt er einfach aus und sagt, ja, bald. Lass mal nochmal reden. So, aber eigentlich hätte ich mich vorgelabert, eine Stunde lang. Ich war da nicht. What you mean, du warst da nicht? Ja, gute Pokébälle. Du fetter Wichser. Hi. Fuck, ich bin zu tief. Hi. Hi. Arr. Boah. 45! Eigentlich ist das Level 30. Aber 50% Erhöhung des Levels, das wird 45. Das tut trotzdem weh. Okay, echt. Nein, Alter, ich schmeiß das Pokéball. Hier, Hyperball. Okay, das ging nicht. Ich mach Speed so. Ökopokémon geht daneben. Asset. Aufwärts kommt rein. Pokéball. So was? Das Schweif geht daneben. Ich habe so Glück teilweise gerade. Superball. Rip Raphael. Komm. Oh mein Gott. Oh, er setzt auf. Ich darf nochmal werfen. Komm, Junge, komm. Brauch dich. Mann. Er macht wie, er setzt sich wieder auf. Ich darf nochmal. Komm, Alter, komm, Junge. Oh, zweimal. Er macht Regentanz, das regnet aber schon. Komm, bleib drinne. Scheiße. Fuck. Ich will noch eine Sache ändern. Zack. So. Rip. Yes. Es ist Zeit, dass Linus sofort gewonnen wurde. Ach well, fuck it. Arr. Sprites gleich corrupted. Gut, nächster Kampf. Ich mach Linus mit Donnerwelle. Das ist mein Ziel. Er macht Drachentanz, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Nice. Er ist paralysiert, das ist jetzt gute Chance, das ist gute Chance. Ich mache ganz kurz einen Safe State. Alles auf Hardware, alles auf Hardware, vertraut mir. Donnerschock. Das ist vierfach effektiv. Vierfach. Regentanz, fehlgeschlagen. Donnerschock. Gut. Das ist gleich viel besserer Start, bin ich ehrlich. Gut. Hab leider bloß eine Hyperwelle, aber die Chance ist echt hoch jetzt mittlerweile.
Yo, yo, yeah! Lol. Lol, ich hab ihn. Ich hab ihn. Yo, 235 Kilo, einfach leichter als ich. Hä? So, wie nennen wir ihn? Digga, es... Es ist Sude. Sude einfach massiv. So, jetzt habe ich ein Pokémon. Oh cool, rote Haut. Oh, was machst du denn schon hier? Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt schon Encounterer bist. Ich wusste doch, dass mit diesen roten Garados irgendwas nicht stimmen kann. Es wurde also mit Gewalt dazu gebracht, sich zu entwickeln. Was? Bist du auch wegen der Gerüchte hier? Du heißt Ellie, nicht wahr? Mein Name ist Siegfried und ich bin ein Trainer, genau wie du. Als ich die Gerüchte hörte, bin ich sofort hergekommen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich hab dich vorhin kämpfen sehen. Mir war sofort klar, dass du über ein bemerkenswertes Talent als Trainer verfügst, Ellie. Wärst du vielleicht bereit, mir ein wenig zu helfen? Ja, ja, kein Ding. Ausgezeichnet, vielen Dank. Ich habe den Verdacht, dass diese Kabalo dieses Sees durch ein mysteriöses Radiosignal, das seinen Ursprung Maragona City hat, dazu gezwungen wurden, sich zu entwickeln. Ich glaube, das Signal steht aus diesen zwielichtigen Andenkenladen. Ellie, ich gehe schon mal vor und besuche Maragona City. See ya. Das ist aber, ich finde, das ist funny. Ich bin Level 27, 31 höchstes Pokémon, was ich mit 30 gefangen habe. Das ist nur noch funny, Alter. Was? Och, muss ich wieder bezahlen? Habe ich Geld verloren? Nein. Ich weiß gar nicht, was die haben, Alter. Okay, gut. Dieser Baum sieht schon sass aus, bin ich ehrlich. Natürlich jetzt erstmal Sude abholen. So, wir haben neues Pokémon. Eigentlich ist es wie ein Boost Utility Pokémon. Also ich will es gar nicht wirklich benutzen. Aber es ist für Notfälle, weil Notfälle. So. Okay, ich speichere mal, weil Spaß. Hey, Digga, das ist funny, bin ich ehrlich. Speichern macht schon Spaß, Digga. Ich finde Speichern echt cool. Das ist immer so entspannt. Dragoran, den Überstrahl! Digga, töte ihn doch nicht, Junge. Was machst du da, Alter? Wo bleibst du denn bloß, Ellie? Es ist wie ich mir dachte, die seltsamen Radiowellen stammen von hier. Was? Alter. Und hier haben wir die Treppe. Ellie, wir sollten uns aufteilen und diesen Ort erforschen. Ich bilde die Vorhut. Ich bin literally nicht mal Level 30. Und man kann das schon machen? Alter, hast du ja, OP. Nass Schweif ist gut. Hitopumpe kann man machen. Ich bringe den Surfer bei. Wie unheilig ist das denn? Also, eigentlich sagt ein das Spiel, dass man das erst nach den Dings machen soll. Hier, wer ist das? Nach der sechsten Arena. Nassschweif kann nicht weg, leider. Eigentlich kann Hydro-Pumpe weg, ich bin ehrlich. Wofür brauche ich die? Das Schweif wird sowieso immer mehr Damage machen und trifft genauso viel wie Hydro-Pumpe. Einfach nur wegen den Stats. Aber ich wollte erstmal das machen, weil wenn man hier ist, dann Radio macht. Ist das nicht das Radio? Jo, das Ding ist da, cool.
Alter, der Beat, Junge. Imagine, du willst Radio hören und nur das läuft. Ach mein Gott, die Musik wechselt nicht. Oh shit. Hey da, ein Eindringling, Alarm! Die Folge heißt übrigens für Oliviana City, weil wir nach... ich kann nicht reden heute. Oliviana City gehen. Mann, die sind alle schon auf mein Level. Jetzt macht das auch Sinn, weil die haben einfach gar nicht mit einberechnet. Wait. Dass man so früh hier hingehen kann. Also, nee, die haben es mit einberechnet. Diese Area, die ist halt eigentlich 7. Arena Area. Und deswegen, ja, aber du kannst dich schon, wenn du die 4. hast, halt hingehen und alles machen, weil Surfer hat halt alles freigeschaltet in der Hinsicht. Wenn du denn mit 6. Arena machst, so kommst du runter, dann bist du Level 40 und die Gegner sind Level 22. Dann denkst du dir auch nur so, hä, wieso? Wie sind die so low? Deswegen sind die so low. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel über das Spiel lerne. Aber das fühlt sich irgendwie illegal an. Aber vom Level her sieht man ja, dass es irgendwie gewollt ist. Ich hätte aber nie gedacht, dass man so viel Freiheit hat. Ich könnte halt literally jetzt gehen und einfach die anderen Teile des Games weitermachen. Ich blick nicht mehr durch. I mean, wenn wir chronologisch das Spiel halt durchgehen würden, wären wir jetzt nach Oliviana City gegangen, hätten Medizin geholt von Anemonia City. Dann hättest du da theoretisch dann gleich durchgehen können bis zur Safari-Zone. Und dann wärst du halt zurückgegangen, wärst den Turm hoch. Also du musst ja zuerst den Turm hochgehen. Dann bekommst du den Auftrag. Und gehst am Ende nochmal da hoch. Machst das. Und danach eigentlich fängst du erst hiermit an. Chronologisch, ja. BTF? Ja. Aber wenn du das alles fertig hast, dann bist du halt Level 40. Und hast die 5. Arena und die 6. Arena hinter dir. Und dann kommst du hier unten rein und kämpfst gegen Leute, die sind Level 22. Aber ich finde das echt cool eigentlich gerade. Weil das fühlt sich so an, als hätte ich Freiheit gerade so in dem Pokémon-Game. Was halt irgendwie eigentlich gar nicht der Fall ist. Tempo, Alter, wie die Legende. Alter, Käfer gebrummt. Wow, er macht schon Schild. Wait, was ist... Ich glaube sogar angenehmer ist, wenn ich das... so mache. Ja, irgendwie laggt's noch mehr dadurch. Sieht einfach jetzt richtig weird aus. Ja, machst du dritten Mal Schutzschild, by the way.
Gut, er ist down. Okay, endlich. Hier ist ein Dings. Weil die sollte es doch viele Items geben. Aber erstmal gehst du diesen Typen hier. Du kämpfst auch. Ich hasse dich. Aber die sind alle bei Level, das ist so. Macht jetzt alles Sinn. Alle Probleme, also nicht Probleme, aber alle so, meine Fragen haben sich jetzt beantwortet. Warum geht daneben? Ach, das Schalett aus hat einfach Erdkräfte. Okay. Was? Woher? Wer hat ihn das erlaubt? Nicht kopflos. Rasierblatt, Alter. Wird alles rasiert, Junge. Oh, kacke, er macht Doppelhieb-Spam. Miki trifft. Chalelos macht nichts. Also ich konnte ihn nicht hitten, keine Ahnung wieso. Geheimpower. Oh shit, er schlägt Niki. Coole Geheimpower, bin ich ehrlich. Rasierblatt. Macht Damage eigentlich. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat es einfach Boss vorhin verfehlt. Mantyrps. Randolph heißt der, Alter. Oh mein Gott. Vorname Forscher, Nachname Randolph. Namen be like. Raphael ist jetzt wütend, cool. Mehr Damage. Das killt leider nicht. Das auch nicht. Aber Raphael muss nicht mehr hitten. Niki kann jetzt einfach alles wegklatschen. Oder Raphael klatscht Mantyrps weg, okay. Geht auch. Alles möglich. Alles möglich. Level 27. Ich freue mich schon, wenn die sich endlich entwickeln, Alter. Das wird so geil, Alter. Das wird so geil. Megablock. Useless Kacke. Er sagt dazu nicht. Wait, hier? Ah, muss ich hier kurz durch. Heute mache ich irgendwie nur Trainer. Ey, da Eindringling, Alarm. Aber wieder ist es Pokémon. Aber trotzdem, keine Ahnung. Auch schon wieder das gleiche Team. Okay, das ist lame. Wenn die sogar das gleiche Team haben. I mean, ist halt wie ein normaler Pokémon, aber das ist halt einfach lame. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Ein Hoppspross, Alter. So ein starkes Pokémon. Das wird mich jetzt wegkritten, Alter. Das kommt mit Messer an, wenn ich schlafe. Helikopter-Meme einfügen, aber es ist Hoppspross. So was? Helikopter. Da kommt sogar noch ein Typ. Ja. Nee, aber Hauptspross ist schon ein süßer. I mean, ja. Aber ich hatte damals einen Hauptspross gefangen, als ich das Spiel zum zweiten Mal durchgespielt habe. Als Kind. Und
Da habe ich mir gedacht, Alter, das ist schon scheiße. Dann sitzt sich da, der macht seinen fucking Samenspritzer, keine Ahnung, Samenschuss. 5-mal auf Gegner und er hat 5 KP verloren. Ich hätte mir so, wow. Danke dafür. Fickel ist auch cool. Aber weil die Typen so oft die gleichen Pokémon haben, werde ich sehr, sehr oft Quiekel wegknarksen müssen. Niki, du hattest doch in Discord geschrieben, du hast mit Mond angefangen, Pokémon zu spielen. Das heißt, du bist ja eigentlich sogar late. I mean jetzt nicht nur wegen dem Alter, sondern generell bist du einfach late da. Oder? Yes. Okay. So, ja. 100% muss hier sein. I mean, ich habe einfach von einer Freundin von meiner Mutti irgendwie mit 7 oder 8, keine Ahnung, einfach einen Gameboy in die Hand bekommen. Und dann, let's go, Alter, let's go. Kacke, das ist 10 Jahre her. Und dann habe ich halt einfach Pokémon Gelb gespielt. Bin zwar nicht weit gekommen und dann habe ich irgendwann den Gameboy verloren. Das war so tragisch. Mann, ich wünschte, ich hätte ihn noch. Digga, ich wünschte, ich hätte ihn noch. Das wäre nämlich richtig cool. I mean, wenn nicht, kann ich mir von Arbeit einen ausleihen, wenn ich mal bräuchte. Mist, ich habe versagt. Wird schön, dass du 2 Jahre älter bist, aber mit einem Spiel 6 Generationen früher angefangen hast. Ja, das ist halt weird. Und dann mit 9 oder 10, denn hat mir meine Cousine ihr Pokémon Pearl, glaube ich, ausgeliehen oder so war das. Irgendwie so, oder ihr so Silver, ich weiß nicht, ob es ihr war, was denn. Auf jeden Fall habe ich es auf INDS gespielt, weil ich keinen hatte. Und ja. Digga, ich packe jetzt so rein, Alter. Das ist ein Lost. Und dann habe ich mir irgendwann, weil ich das auch haben wollte, das Spiel 2013 habe ich meinen 3DS bekommen. Aber da hatte ich noch auf Muttis DS gespielt, weil Mutti hat auch ein DS. I mean, es ist eigentlich schon alles funny. Oh kacke, ich kann ja keinen Server machen. Nassschweif kann ich aber machen. Das Ding ist tot. Oh Gott, wieso ist das Ding Level 45? Hm.
dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, ja, Digga, ich will das Spiel selbst haben, und habe ich mir selbst so Silver gekauft. Das Game habe ich dann echt gesuchtet. Und dann habe ich früher das Spiel verloren gehabt. Für so zwei Jahre oder so. Und ich habe es wiedergefunden. Und das war cool. Ich war bei meiner Oma, Alter. Damals hatte ich das einfach im Auto in ihr Handschuhfach drin liegen gelassen, das Spiel, weil Big Brain, you know? I mean. Mehr sag ich dazu nicht. Aber die Frage ist, warum für Silver und nicht Hardcore? I mean, ich fand damals Yu-Gi-Oh! Einfach cooler. Ist halt Real Talk so. Ja, und das Dümmste war, ich bin da nicht oft bei meiner Oma, weil, eigentlich schon, aber nicht täglich oder so. Deswegen fällt dann das gar nicht so auf und habe ich es einfach vergessen gehabt. Aber ich wusste, ich habe es verloren irgendwo. Aber dann war ich natürlich irgendwann mal wieder im Auto. Aber mir war langweilig, weil, keine Ahnung, eine halbe Stunde Autofahrt irgendwo hin. Und dann so an der Tür, Alter, da ist immer so Autohandbuch drin gewesen. Und habe ich gedacht, so, ja, an der Tür, das kippt immer so um, wenn man die Tür aufmacht. Weil das halt größer ist als die Abstellplatz für das Buch. Dann habe ich gedacht, ja, ich packe es einfach Handschuhfach rein. So literally. Und dann habe ich einfach eins so Silvergang gefunden. Das war so lost, Alter, eigentlich. Ich weiß noch, literally, ich war im Krankenhaus. Und da habe ich das Spiel weitergespielt. Weil ich hatte es. Ich weiß noch genau, wo ich aufgehört habe. Ich war im Kraterbeck, also genau hier. Nach der 6. Arena oder so. Und ich war im Berg drin. Und da habe ich mir gedacht, so. Ah, hier war ich. Habe ich überlegt, neu anzufangen. Habe ich nicht gemacht. Habe es von da an weitergespielt. Erstmal tief angeguckt und gedacht, Alter, was habe ich für Scheiße gemacht? Weil in den 2 Jahren war das so von IQ 7 auf IQ 187. So diesen Wachstum be like. Und dann habe ich halt einfach so weitergeführt. Dann habe ich in der Safari-Zone oder irgendwo ein Lavita gefangen. Alter, und ich war in dem Moment im Krankenhaus. Weil Mandel-OP. Damals. Und literally der eine Typ auf mein Zimmer, Digga, der hat gegen Krebs gekämpft. Der war einfach literally irgendwie ein Jahr älter als ich zu dem Zeitpunkt. Und I mean, wie man weiß wie, aber er hieß Yannick, Alter. Und dann habe ich mein Lavita nach ihm benannt. Und das ist mein erstes Pokémon, was ich bis Level 100 trainiert habe. Das Despot hat alles gemacht. Aber Yannick mit Y. Ich weiß es noch. Yes. Leider habe ich den Safe State nicht mehr. Das ist sad. Wait, was mache ich gerade überhaupt? Du musst sterben? Wait. Dafür ist gerade egal. Mal angreifen. Oh, das Game war so. Weil ich war halt damals schon richtig ekelhafter Spieler und ich wusste halt, ich will gewinnen. Da bin ich halt mit irgendwie Level halt, mein Despotar war irgendwie Level 70, Level 72 und der Rest von meinem Team war Level 50, 55 und ich bin in den scheiß hier, wie hieß der Berg? Da wo Rot drauf ist. Ich bin diesen Berg hoch. What the fuck, wieso ist Raphael tot? Egal. Und auf jeden Fall
habe ich halt gegen Rot gekämpft. Ein Level 70er? Oder vielleicht war es Level 80er? Ich weiß gar nicht. Weil das ist das Einzige, was ich von damals weiß, Niki. Das ist nicht für das Einzige. Da bin ich irgendwie mit... Irgendwie... Ich weiß nicht, ob 70 oder 80 war. Oder mein anderes Team so... Halt auch bloß Starter und so eine Kacke. So richtig Basic-Team. Aber halt gegen Rot gekämpft. Und ich habe einfach literally... Ich bin mit 100 Beleber da hochgegangen oder so. Und absolut viele kranke Poptränke, alles so. Und ich bin literally mit 50 wieder raus. Oder noch weniger. Und ich habe mir so gedacht so... Oh, das war der Kampf meines Lebens, Alter. Aber es war so worth it, Alter. Es war so worth it. Dann halt damals, als ich halt hier Dings machen wollte, habe ich 2017 einen Computer bekommen, weil ich habe so ein Hardware rein, Alter, und dann so ein richtig so Amazon Scam PC like heutzutage. Du wirst eigentlich nur weggescammt. Und oh mein Gott, die Graphics. Rank. Leute, das Pokémon passt sogar. Ach, das ist ein Static Encounter. Das ist Level 35. Ich habe Angst. Lass mich raus. Dankeschön. Und... Wait, wo war ich? Achso, ja, PC. Und dann habe ich mir halt so gedacht, so, ja, ich habe am Handy so damals so... Die Sprites sind weg. Das ist richtig schlimm eigentlich. Aber der Kampf lebt doch mal normal noch. Okay, alles geht noch. Alles geht noch. Ich speichere mal kurz. Und damals habe ich aber am Handy so richtig schlechte Videos gemacht. So, ich habe einfach literally so 187 Videos genommen und sie dann mit so 30 Sekunden Clip hochkant geschnitten und einfach irgendeinen Text rüber geschrieben. Und so habe ich die ersten 100 Abos auf meinem Kanal gemacht. Auf diesen hier, wo ich gerade bin. Nicht auf Twitch, aber auf YouTube halt. Deswegen, also meine Gmail-Adresse, weil ich habe mir gedacht, ich bin Big Brain, das ist mein 187-Kanal und der hieß 188wevo. Und wie habe ich die Gmail-Account genannt? 188wevo official. Und da habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, ja, die Videos sind eigentlich echt scheiße. Und dann war das halt so. Ja, keine Ahnung eigentlich. Habe ich irgendwie beschlossen, so Games zu zocken. Habe ich mir so Amazon für 40 Euro so billiges Mikrofon-Set bestellt. Das kam noch ein kleines bisschen später, soweit ich weiß. Und dann, als ich halt... Habe ich halt mit diesem schlechten Mikro... Weil man muss verlegen, es ist ein XLR-Mikrofon. Und XLR-Mikrofone brauchen, also es war ein Kondensator-Mikrofon. So richtig billig eigentlich. Die brauchen relativ viel Saft von den, von der Soundkarte EDC oder Amp an sich, um halt sich gut anzuhören. Aber, weil ich das literally an den AUX-Stecker angeschlossen habe, hat sich halt wie Scheiß angehört, so. Und deswegen immer im Stream, ich war immer zu leise, weil meine Soundkarte von meinem PC, der eigentlich echt scheiße war, der hat eigentlich nicht mal das Stream richtig geschafft, aber das
ist egal. Und lol. Und dann habe ich halt irgendwie beschlossen, das erste Mal soll ich dich Pokémon so Silver halt zu streamen. Und das war richtig cursed, weil ich war halt echt scheiße in Commentating. Und ich bin halt einfach rein. Und deswegen ist halt so. Es war so richtig lost am Anfang. Und habe ich halt einfach weitergemacht. Habe halt immer mehr gelernt. Habe OBS verstanden. Die alten Streams, die habe ich noch alle. Die sind alle auf dem Kanal. Oh Gott, und dann damals gab es auch die Fortnite-Zeit, Alter. Weil es war so. Nee, oder sind die überhaupt? Ich gucke jetzt nach. YouTube-Channel. So. Videos? Älteste. Nee, doch nicht. Fuck. Wo sind die hin? Livestreams? Filter? Nee, kein Titel. Kann ich nicht nach Datum filtern? Also wenn ich in mein Dashboard gehe, Livestreams, dann steht da, also er zeigt mir an, auf dieser Seite 1 bis 30. Von etwa 1554. Ich habe literally 1554 Streams online. Also das denkt YouTube zumindest. Wait, Livestream? Wait, ich muss Wurs. Titel und wer enthält Wert Soul auseinandergeschrieben? So Silver. Wait. Nee, nicht von 2019. Das ist schon das Redo. Wait, wait, kann ich einfach. Oh mein Gott, YouTube, machst du was? Nee, ich hab's hier offline genommen damals. Nein. Nein. Nein, wieso? Also nicht offline, sondern gelöscht. Oh mein Gott, wieso? Also bei mir ist der erste Typ Platin 21. Ich habe alle von Platin. Alle von Platin habe ich. Folge 1 bis 51. Wait. Ich möchte die aber nicht online stellen, weil Sud hat meine Adresse in den geleakt. So was? Alter, ist das gerade cursed. Egal. Ist funny. Oder ich weiß gar nicht. Eigentlich ist es auch. Eigentlich nicht. Das war so ein Kommentar irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das war noch damals. Aber ich hab dich leider nicht. Und ich hab eine Playliste, die ich habe. Die auch immer verlinkt ist unten eigentlich, oder? Hab ich sie mittlerweile verlinkt? Ist ja Twitch, Alter. Ich bin auch braindead.
Wait. Hab ich alle von Zusilver? Ne, von Dings? Nee, fuck. Ich weiß wieso. Oh mein Gott. Ich habe... ach, kacke. RPG ist tot. Ich habe nur von Folge 5 anwärts. So, Platin. Das liegt daran, da ich am Anfang Videos gemacht habe. Also ich habe literally... Also ich habe zwar gelernt zu diesem Zeitpunkt, aber ich war immer noch braindead eigentlich. Und ich habe die Streams, die ich hatte, habe ich von YouTube runtergeladen. Sind dann in mein Video-Editing-Software reingepackt und habe dann einfach auf 4K gerendert. So. Und dann habe ich literally die ersten Folgen... habe ich 4K-Titel geschrieben, weil... Alter, 4K ist der Scheiß, Alter, damals. Aber die Qualität ist ja nicht besser als robust. In dem Zeitpunkt schon, glaube ich, 1080p. Und es ist halt alles schwierig gewesen. Alter, mir fällt, das ist wieder eine Zeit ein, die ich auch gemacht habe. Ich habe Handy-Games gezockt und die aufgenommen. Sowas wie Critical Ops oder irgendwelche anderen Handy-Shooter. Critical Ops kann ich mir noch so gut daran erinnern, weil da habe ich so viel Zeit mit Sude verbracht, Alter, in den Game. Ich würde es heutzutage immer noch spielen, aber ich wurde gebannt. Weil ich auf Emulator gespielt habe. Alter, ich habe so viel Scheiße. Oh Gott, das ist einfach nur noch Zeitverschwendung, um dieses Ding zu machen. Hier komme ich zum Anfang. Das gab's damals so nicht. Als ich Handyvideos gemacht habe, gab's kein Fortnite. Also schon, es gab Fortnite, aber nicht Fortnite Battle Royale. Mein Team lebt wieder, Alter. Es lebt. Es lebt. Okay, gut. Wir haben jetzt... Ich wollte hier nicht reingehen. Wir haben jetzt den einen Teil von der Story vorausgenommen und jetzt gehe ich wieder zurück. Weil es zuckt mich nicht. Lol. Jetzt geht's wieder chronologisch. I mean, eigentlich hat das sogar einen Sinn, wieso ich das gemacht habe. Leveln. Weil, weil die Gegner so stark sind auf der anderen Seite. Also, wenn ich jetzt da weitergehe, dann mache ich die 5. Arena und danach kurz die 6. Arena. Da sind zwar halt auch viele Trainer und so. Aber dann wäre ich halt echt unterlevelt, weil ich war ja jetzt schon unterlevelt für diese Arena. Und das war halt der Hauptplan. So ich überhaupt hingegangen bin. Oh mein Gott, krass Musik. Sag mal, wo kommst du nochmal her? Was, aus Neuborgia? Aber das ist ja doch... Ja, das ist die Stadt, in der Professor Lindwood. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Ich weiß. Ich bin seit 12 Stunden und 21 Minuten unterwegs in diesem Land. Und da habe ich so damals hat am Handy alles gemacht. So keine Ahnung, Edits, so NCS, no Copyright Sounds, Musik einfach genommen und unter schlechten Gameplay geklatscht. Digga, das war die Zeit. Das war noch bis 2016. Also 2016 war das auf jeden Fall noch. Da habe ich angefangen mit den höheren Qualitätszeug. Also so mit Editing, was man auch vertragen konnte. So Jump Cuts erfunden. Cuts erfunden. Und nicht nur Runde an Runde. Zu
2016 warst du so 11, ne? Lass mich überlegen. Ja. Ja, ja. Also so drittes Quartal, kann man sagen. Und früher war ich schon so halt so ein Keck, Alter, und ich habe mir so Hack-APKs runtergeladen. Weil ich war ein Kind und ich hatte bloß ein Handy, Alter. Und dann war das halt. Hab ich halt so. So richtig schlechte, einfach Hack-Videos hochgeladen. Ich meine, das hat auch funktioniert in diesen Shooter-Games. Da bin ich einfach rumgelaufen und ich weiß noch, so eine Stelle so. So richtig schön, so Standard, so keine Ahnung, No Copyright Sounds Dance Floor. Das ist so ein richtig fame Song. Der war damals richtig neu, als ich das gemacht habe. Also richtig neu, war damals neu. Lol. Und habe ich halt einfach jeden Video reingeknackt, Alter. Denn schon mit Power Director Mobile, also heutzutage sogar immer noch eines der besten Mobile Editing Programme, was ich kenne, weil die einfach seit scheiß irgendwie 7-6 Jahren einfach nichts an Innovation da geschaffen haben. Das muss man auch erstmal schaffen. Natürlich alles gecrackt, weil ich war ein armer Sohn. Das war wilde Zeit. Ich erinnere mich halt, bin ich einfach so durch die Map gelaufen. Ich war eigentlich so richtig scheiße, weil es einfach war so ein Skatepark, keine Ahnung. Und dann einfach so die Ulti genommen und einfach schießen gedrückt gehalten. Weil ich hatte ja Hex. Also, ich konnte sterben. Aber das Game hatte so eine richtig hohe Time to Kill. Und dann war das einfach so ja, ich halt einfach gedrückt und lauf durch die Welt und knall alles um. Und dann 30-3 und dann easy. Lol. Normal, ja, ist das so. Hilfe, ich habe mit Anfang 12 diesen Kanal gefunden. Ja, ich mache auch irgendwie prozentual zu lange YouTube. Also so 188W, wo die Zeit es war. Es ist so viel in so einer kurzen Zeit passiert. Das war Anfang 5. Klasse oder so, keine Ahnung. Als ich den Kanal gefunden habe, warst du 14 und Raphael 16. Ja. Ist halt schwierig. Mich würde wirklich interessieren, was Raphael gerade macht. Also nicht gerade, sondern in seinem Leben. Literally. Aber er ist immer so geheimnisvoll. Verständlich, also verstehe ich komplett. Das sieht mich trotzdem. Damals war ja auch noch Horror Deluxe da. Also ich glaube, das ist das Letzte, was er machen würde in seinem ganzen Leben. Einfach zerhäckselt.
Einfach mit 80 Face Reveal. Alter. Digga, let's go. Besser spät als nie. Sagt er literally im Krankenhaus. Ah, kacke, Rafa ist tot. Das passt sogar in der Story, Alter, fuck. Wuhstrahl, halt der Maul, Mann, du bist ein Kick. Niemand mag dich, Liliepo Weberak. Ihr seid, wie gesagt, Keks. Damals war wild. Aber ich will nicht zurück, bin ich ehrlich. Ich bin froh. Ich habe einfach so Bock, literally 18 zu werden. Das ist so. Ich habe mir damals gedacht, Real Talk, so mit 13 und so, es muss voll cool sein, irgendwie so nicht nur selbst zu verwalten in der Hinsicht. Und so alles selbst machen müssen. Ich habe mir das immer voll cool vorgestellt. Und ich finde es auch irgendwie cool, keine Ahnung. Yeah, yeah. 19 Tage. Alter, machen die gerade viele Trainer einfach Schrott, Alter. Es gab so einen Moment damals, da habe ich mir gedacht, Alter, so. Ich fand irgendwie den Gedanken so, keine Ahnung, irgendwie so in der eigenen Wohnung zu sitzen, abends, so 21 Uhr. Und du sitzt literally da und planst einfach dein Geld für den nächsten Monat, damit du hinkommst, wie viel Geld du hast. Und ich weiß nicht wieso, aber das ist so. Ich fand diesen Gedanken irgendwie halt cool. Also ist nicht cool, aber so. Ist das irgendwie weird zu beschreiben? Armin halt sein Leben durchplanen und managen und so. Das ist ganz weird eigentlich. Aber ich habe eigentlich so richtig Bock drauf irgendwie. Armin, I know, Leben ist anstrengend. Aber so, wie bei allen Sachen, die anstrengend sind, denke ich mir einfach so, ich mach die einmal. Und dann. Also, wie sich das für mich anfühlt, ist einfach. Ich mache irgendwas Anstrengendes. Und sagen wir mal, ich keine Ahnung, ich mache irgendeinen Test, keine Ahnung, ich mache Prüfung. Und denke mir so, ja, das ist schon anstrengend. Eigentlich. Sengoku, cooles Pokémon. Eigentlich habe ich keinen Bock, es nochmal zu machen. Und dann irgendwie einen Tag später denke ich mir so, ja, die Situation, die war schon ganz cool. Also nochmal würde ich auf jeden Fall machen. Und das ist mit allen Sachen, die irgendwie anstrengend sind. Ich weiß aber nicht wieso. Das ist so richtig funny. Yeah.
Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Wie heißt meine Tochter? Das ist die Frage. I mean, das Ding schlitzt und meine ganze Familie besteht nur aus Messerleuten. Achso, ja, ich habe erzählt, dass alles. Ich brauche deinen Rat. Wie heißt meine Tochter? Also mein Sohn ist ja Elin Joshua. Okay. So heißt meine Tochter. Sie mag Messer, deswegen ist sie ein Sengo. Ich brauche aber nur meinen Sohn. Hat zwar absolut nichts mit dir zu tun, aber never mind. Ja, es ist halt so, ist halt so. Ich habe darüber geredet, dass ich den Gedanken cool fand, halt irgendwie so. Halt einfach sich selbst zu planen, keine Ahnung. Und dass ich irgendwie immer, wenn ich was Schwieriges mache, den nächsten Tag denke, oh cool, Gewaldro. Das denke ich auch jeden Tag, aber egal. Dass ich dann immer, sagen wir mal, ich habe Prüfungen geschrieben und ich habe mir gedacht, so, ja, ist schon anstrengend. An den Tag hätte ich echt keinen Bock gehabt, aber nächsten Tag oder ein, zwei Tage später denke ich mir so, nach so einer schwierigen Aufgabe oder so, also Aufgabe, dahin bezogen, dass es was Größeres, eine größere Investition von Zeit ist oder so. Dass es cool war und dass ich einfach sagen würde, ja, wieso nicht nochmal machen. Weil, keine Ahnung, so bin ich einfach. Das ist so, ja, ich fall auf die Schnauze. Das ist genauso. Also literally, ich war im Krankenhaus. Weil OP, weil ich bin tot sonst. Gut. Und wirklich, ich war da eine Woche drin, ich habe mir gedacht, Alter, ist da scheiße hier. Und literally, ich war 3 Tage draußen, ich habe mir gedacht, so, die Zeit war ganz cool so. Und literally im Krankenhaus habe ich gelitten. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß, dass ich mich scheiße gefühlt habe in dieser Situation, aber auf einmal wirkt die Situation so belanglos, wenn man draußen ist. Keine Ahnung. Das denke ich mir bei allem, was mich so anspannt irgendwie. Also jetzt so. Keine Ahnung, mit irgendwelchen Strangers reden auf der Straße. Weil ich bin sehr sozial und deswegen fange ich an zu schwitzen und mein ganzer Rücken fängt an zu jucken und meine ganze Kopfhaut, Alter, die wird. Das fühlt sich so richtig ekelhaft an. Damals. Jetzt geht das mittlerweile. Und. Und so ein paar. So ein, zwei Tage später, auch wenn ich mich so richtig bemüht habe, denke ich mir meistens so, ja, es war ganz cool so. Das denke ich mir auch damals so Fettdepression, da denke ich mir so, ich jetzt auch früher, ja, damals war ganz okay so. Und ich weiß nicht wieso. Amine, es ist einfach Abwechslung gewesen. Ja, aber keine Ahnung. Matrix als Gehirn einfach. I mean, ich vergesse Schmerz instant. Ah, kacke, wieso das Ding durchprobt, Alter? Was Line ist in Ruhe? Oh, macht ja gar nichts, das Line ist ja wirklich in Ruhe.
Kacke. Eine Sache, können wir kurz drüber reden, dass die Gegner schon wieder mit mir auf dem Level sind? Nur so als Gedanke. So, und wofür habe ich die eine Stunde und... Ja, eigentlich war es genau eine Stunde trainiert. Gerade das Sengoluna genannt und ist sind ein nur schneller Gegner. Ja, ich finde Sonnenfilm und Lunastein sind... Aber die Idee ist halt mehr eigentlich. Das Ding ist eigentlich bloß mehr, aber eigentlich ist es auch irgendwie cool. Keine Ahnung. Also ich finde Sonnenfilm so richtig ekelhaft. Hässlich. Lunastein geht schon. Aber das hätte ich mir auch anders gewünscht. Alter, Niki. Du bekommst gleich deine Milch. Gleich gibst du die Milch, Alter. Hallo. Wie hieß du nochmal? Baoba. Okay. Sehe ich das richtig? Diesen Ding hast du dabei getrickst. Das ist doch ein Pokédex, oder? Ach ja. Da werden Erinnerungen wach. Mein Name ist Baoba. Bis vor kurzem habe ich noch in dieser Ware-Zone Fuxana City geleitet. Aber es taucht immer... Es tauchten immer neue Parks auf und irgendwann blieb meine Safari-Zone hinter der Konkurrenz zurück. Also ergriff ich die Initiative. Ich eignete mir im Ausland einige neue Kniffe an und entschied mich, in Anemonia City eine neue Safari-Zone zu eröffnen. Dass wir zwar uns hier kennenlernen, ist bestimmt Schicksal. Das war kein guter Grund dafür, ist Telefonnummer auszutauschen, was? Wenn die Safari-Zone eröffnet wird, bist du der Erste, der davon erfährt. Also, wollen wir nur mal tauschen? Ja. Sehr schön, eine gute Antwort. Lee hat Baobas Nummer im Pokémon registriert. Sugar Daddy Achievement, what? In Ordnung, wenn die Safari-Zone fertiggestellt wurde, melde ich mich bei dir auf dem Pokémon. Baobab. Yes, yes. Erstmal Aprikoks einpacken. Es gibt aber noch eine funny Story. Und zwar... Alter, die fetten Kühe. Und zwar das... Literally das Best-of, was Pokémon gemacht hat. Wurde age-restricted. Also literally nur für Leute ab 18. Jubel. Hab ich halt hier eine Klage eingelegt. Nee, so ist es nicht. Bin ich dumm, Alter? Bin ich dumm? Hab der Typ coole Attacke eigentlich? Beschwerde. So. Hab Überprüfung verlangt, so. Und irgendein Typ bei YouTube Deutschland musste sich dieses Video angucken. Das Best-of. Der arme Typ. Natürlich, ich glaube, der hat schon richtig viel Scheiße gesehen. Aber ich glaube, Alter, der hat einfach keinen Bock mehr nach dem Video gehabt. Es sitzt da so ein Typ, so, keine Ahnung, 30, vielleicht 25. Und dann muss einfach mein Best-of gucken. I mean, es ist nicht so das Schlimmste, aber Alter, er tut mir trotzdem irgendwie leid. Digga, ich glaube, der bekommt tagtäglich irgendwelche Fortnite-Kiddies rein, die irgendwelche Schimpfwörter in der COD-Lobby sagen, Alter. Unser Mittag gibt keine Milch mehr. Diese Farbe ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich richtig gehen darum. Aber wenn wir den kranken Pokémon sehr viele Sinibären zu fressen geben, kommt es vielleicht wieder auf die Beine. Unsere Milch wird sogar bis nach Kanto geliefert. Digga, was habt ihr denn für Betrieb, Alter? Digga, Niki, wie viele Brüder hast du, die in Dings leben? In Kanto leben, Alter. Wird auch alle Milch. Krank. Dein Ruf ist sehr schwach. Gibst du Mittag eine Sinibäre? Ellie gibt Mittag eine Sinibäre. Rufus der Schach. Gibst du Mittag eine? Ja, du kommst eine Sinibäre. Willst du noch eine? Er hat keine Sinibären dabei. Ich hab Sinibären. Hier, guck mal, hier landwirtschaftlich aktiv bin ich. Ich hätte gießen müssen, fuck. Ja,
Ja, scheiße, ich habe keine dabei. Richtig gehend? What the fuck? Wait, wait, was mache ich gerade überhaupt? Ich guck im Twitch, also ich guck meinen Twitch-Stream gerade, Fullscreen auf meinen anderen Monitor und ich lese den Chat nicht in Twitch, nee, ich lese ihn in meinen Stream. Was bin ich für ein Typ, Alter? Wieso gucke ich nicht in OBS, wo mein Chat leichter zu lesen ist? Was? Wieso mache ich das? Egal. Aber beide, hier ist doch Milch, Alter, was haben die? Ich brauche erst Siedelbeeren. Siedelbeeren? Siedelbeeren. So, Barpotzeit. Du wirst geknackst. Niki, leider doch keine Milch für dich. Nächsten Stream erst. Barblo und Magnetino. Ach komm, ich hau die einfach aufs Maul, Alter. Ach cool, das ist nicht so. Ach. Interessante Kämpfe. Wieso hat das Ding Flammenwurf? Wieso brennt das? Bist du dumm? Das geht nicht mal. Geh, Niki, geh. Nicht, weil du schlecht bist, nein, sondern weil du betrogen wurdest. Geh einfach. Immer diese Vulpixe. Pipixe? Vulpix? Oder diese Vulpix? Nein, Niki, gehen sie nicht. Oh, kacke, das Ding ist auch tot. Doch nicht, mach mich nur schwach. Vulpix. Jojo, ich bin Trainer, ich habe 6 Vulpix, die sind alle fett und fett. Der Satz macht einfach gar keinen Sinn. What the fuck? Tumera, let's go. Vokal ist besser als Vulpix, yes. Aber Alola Volnora ist am, finde ich, besser als Arcani und so. I mean, Arcani ist cool. Aber Arcani ist so, ja. Nein. Schöne Meinung, die du da hast. Arcani ist mit Doggo. Yes, das ist mein Problem. Und ich hatte in Mond Arcani trainiert und das war nicht geil. Ja, ja. Jo, Alter, Leines, haut den doch nicht so auf die Fresse. Hau bitte Dollar. Ich hab Mond auch Arcani trainiert. Lol, 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 lol. Eisetag machen, nein, das ist kein Damage. Leider ist halt gutes Frostschutzmittel, Alter. Könnt mich mal. Und die Kettenfette Katze erstmal von einem Blitz gebraten, Alter. Get wrecked. Average Commentary. Mehr sag ich dazu nicht. Los, Smugglerin, kill das Ding. Yes. Kill das, Alter. Gleise des Sonnenlicht. Hallo, Latsche, gute Pokémon. Ich finde halt, die besten Pokémon in Alola sind literally die Alola-Form. Aber nicht an sich. Die Pokémon. I mean...
Alola Senshu, Sandama und so sind richtig geil, Alter. Ja, schade, das ist okay. Ich muss echt mal irgendwie hier Dingslisten machen. Tierlists, Alter. Pokémon-Tierlist. Region. So Video, so 30 Minuten. Ich mach einfach so 5 verschiedene Listen, Alter. Wäre doch eine coole Idee, oder nicht? Hab vor kurzem Pokémon-Tierlist gemacht zu Status und Legis. Oder soll ich das streamen? Das könnte ich auch tun. Aber ich könnte Videos machen. Aber ich kann genug labern eigentlich. Ach, Niki. Dafür hast du auch die Berechtigung, Alter. Nicht sehr effektiv, trotzdem tot. Ist einfach nur... Also ich guck gar nicht hin, was ich mache. Ich hau einfach bloß drauf. Das ist einfach so, okay, auf die Leute hab ich keinen Bock, Alter. Das sind fette Rentner, Alter. Du fette Ho. Gut, die hat mich nicht erwischt. Oliviana City. Hab ich den Titel überhaupt richtig geschrieben? Yes, yes. Big Brain. Ich kenne den Namen noch der City. Oh, was machst du denn hier, Alter, wenn ich jetzt gegen dich kämpfen muss, Digga, du bist tot. Bist du wieder? Was stellst du da eigentlich vor? Mit Verlierern wie dich gebe ich mir nicht ab. Aber wo Verlierer, die erinnert in dieser Stadt ist gerade außer Haus. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon-Reichtum. So ein Unfug. Ein Pokémon, das so schwach zu kämpfen ist, ist wertlos. Warum trainierst du nicht etwas im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wird dann musst du ja noch ein annehmbarer Trainer. Ich muss für Niki so einen Hate-Pass ausstellen. Digga, schicke ich dir per Brief, Alter. Irgendwie so eine Urkunde, Alter. Das wäre so funny, Alter. Okay. Ich muss nur eine Sache heute machen noch. Und das sind die beiden Ficker. Ah, du bist fett, Alter. Komm her. Ah, das wird funny. Alter, heute habe ich echt bloß irgendwie History erzählt und gelabert. Es ist genau das gleiche und gekämpft, würde ich sagen. I mean, mir ist aufgefallen, ich laber sehr, sehr viel. I mean, es ist auch richtig so, aber wenn ich dann überlege, was ich laber, dann denke ich mir so. Ah. Es hätte auch gereicht, hätte ich einfach nichts gesagt. Das ist immer funny. Weil ich habe mir so, das eine Video, habe ich ja halt die Audio-Dinger vereint. Die Audiospuren, damit YouTube funktioniert. Und wirklich jetzt, als ich rausgezoomt habe, hat mir Premiere Pro einfach gesagt, ich habe durchgehend geredet. Und dann denke ich mir so, also er hat durchgehend Tonpegel eigentlich. Digga. Aber heute war es besser als sonst. Ja, ich habe irgendwie versucht, die hier
die unspannenden Momente besser ausschmücken, indem ich halt über irgendwelche andere Sachen labern, die halt so irgendwie in dieser Punkt einfach spannender sind. I mean, ich würde das öfter machen, aber ich habe jetzt alles aus meinem Leben erzählt und das ist das größte Problem. Egal. Leute, wir sehen uns irgendwann wieder. Nächste Folge irgendwann, ja. Ey, du glaubst nicht, aber es ist echt anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Nach dem Stream denke ich mir immer so, oh Gott, es ist erst 20 Uhr, ich gehe schlafen. Aber ich kann nicht schlafen gehen. Und mein Kopf ist so tot, als hätte ich irgendwie 12 Stunden gearbeitet. Lol.